Willkommen zurück zur ADHS hier mit Stadt, Land, Fluss. Hallo. Und ja, hi. Mit Moin, hi. Björn, Bernie, Celine, Koba, hi. Sie nur als Gast, weil sie keinen Bock hat. Aber wir Und vier ja. Buben spielen das Go jetzt. Team. Auf geht's. Mit R dieses Mal, Stadt, Land, Fluss. Okay. Also geht's Ja, jetzt so, los. Leute. Nein, ich zähle den Countdown, weil einer Okay. hat mich verkackt, weil der ist gejoint, wo ich ihn gewartet habe, dass die Runde losgeht. Ich zähle jetzt aber einen Countdown. 3, 2, 1, los jetzt. Ich nehme an, dass Tippfehler nicht so schlimm sind, ne? Ja, das da sind wir sehr kulant. Okay. Dann ist er voll falsch geschrieben. Und deswegen hasse ich's. Allein aus dem Och, Grund. ich hab. Mir fehlen auch noch ausreichend. Aber mir wäre auch nichts So. eingefallen. So, ja. Da haben wir jetzt. Ich nehme aber den Job hier Mach mal an. ruhig. Und zwar, ja, können wir nochmal kurz durchgehen. Wir haben die Kategorien fiktive Charaktere, Länder, Städte, Games bzw. Spiele, Pokémon, Pornotitel. Wenn ich groß bin, werde ich mal Foltermethoden, Wahlspieler, AfD. Jawohl. Und was nervig so an der Schule ist. Und zwar fiktive Charaktere: Rudolf mit der roten Nase, Ran, Mori, Roland und Ronald McDonald. Roland ist, wer ist nochmal? Roland, ich weiß nicht mehr, wo ich. Roland! Roland war irgendwo, ich weiß nicht mehr, bei welcher Serie das war. Ich bin zu 1000%, Millionen Prozent sicher, dass er ein Charakter in einer Serie ist. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Ja gut, bei dem Deswegen. Namen, das kann überall Ja, sein. eben. Das ist halt Deswegen, schon sehr aber ausgeweitet. warte mal. Ich Google klar, jetzt aber es mal, ist. ob da irgendwas kommt. Da könnte auch genauso gut Peter oder Paul hinschreiben, wenn es mit P ist. Also es kommt hier nicht gleich irgendwas mit Seriencharakter, also es ist nicht so Soll man das bekannt. mal durchgehen? Weil Roland ist Nee, das so eine. Seriencharakter müsste. Komm, würde ich euch die Franchise erklären, dann würde ich es sofort annehmen. Ich kann es ja mal irgendwie Es ist halt so, googeln Roland ist halt ein kurz. 0815 Stadtland. Da muss man zum Beispiel jetzt festlegen, müssen wir eine neue Regel festlegen. Wenn man dieses genauso, wie es da steht, eingibt in Google und es nicht oder top, auf der Top-Seite aufscheint, ob Ja, es dann. Roland Charakter, Roland Tembo, fiktiver Charakter, zum Beispiel in Jurassic Park. Oder ich habe hier Roland, ja, Roland aus Borderlands, an den habe ich gedacht. Ja, gut, verpoint. Also Ich lasse ich es finde, man sollte es nur erklären immer können, durch. ungefähr, wo es hingehört. Deswegen, Wenn man muss es erklären können. ich habe es jetzt Das, erklärt, okay? ja, das ist so. Ich würde es jetzt mal noch durchgehen lassen. Beim nächsten Mal sollte man es dann Ja. erklären können, ohne es nachzuschauen. Ja, ich Hab mich weiß. gerade mal kurz gewundert, nur ja, nur gemerkt, dass gerade so ganz gerade fertig ist. Egal, weiter geht's. So, Red Deer Ah, ist hier halt kann New ich es York, nochmal. deswegen, aber das könnt ihr euch ja Ja, denken, wie schlau muss nur seid. gucken, wo ich reinklicken muss. So, Land haben wir halt zweimal Russland, deswegen ist es raus, dann Ruanda und Rumänien. Stadt, Riga, Regensburg, Rostock und Rüsselsheim. Ist das bei dir in der Nähe, Rüsselsheim gibt's? Daniel? Ja, ich weiß, ist es bei dir in der Nähe, Daniel, oder? Pff, es müsste auf jeden Fall nicht so weit weg von mir sein. Ich bin mir gar nicht ganz In der sicher. Gegend von Darmstadt ist eine Stadt. Also, ja, es zählt. Hallo, das sind zwar unterschiedliche Spiele. Eins und zwei. Ja, aber keiner von euch hat zwei geschrieben, also zählt das alles als Ich habe erstes extra Teil. eins geschrieben, weil ich dachte, alle schreiben zwei. So, Games-Spiele: Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 1, Rise of the Tomb Raider und Red Dead Redemption. So, dann Pokémon: Relaxo, Fick dich! Das gibt's doch gar Radikal nicht. und Ravigator. Ich habe extra Ravigator nicht genommen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, Ich wollte erst deswegen. radikal schreiben und dann habe ich gedacht, muss was Ja, das anderes ist nehmen. Radfratz, alles Ja, gut. ich wollte aber. Der war auch dabei, aber. Ja, dann Pornotitel: Rudi will's wissen. Auch nicht schlecht. Schaudiger Rudi und seine Bitches und Roland rasiert alte Stuten. Ja.
Ja, wenn ich groß bin, werde ich mal reich sein, Reiter und Roll im Spiel. Leiter. Ha, schöne Reihen. Foltermethoden, Reizgas einsetzen und Rasieren der Haut. Also einfach nur Rasierer an die Haut, also über die Haut ziehen quasi. So, dass alles aufgeschnitten wird. Sind die Baritzen geschrieben, das wäre... Ja, ich weiß, ich war verwirrt. Ich war einfach verwirrt, deswegen. Aber es geht trotzdem, es ist eine Foltermethode. So, Waschmücher. Oh ja, okay. Ja. Waschmücher der AfD. Rasch sind wir nicht nur... Was? Rechts sind wir, nicht nur nicht so nett zu Ausländern. Ach so. Okay. Und reden dürfen nur Deutsche! Und Neffi an der Schule ist Reden schreiben. Ah, das passt so. Ziel. Kann man durchgehen lassen. Benny hat mich ein bisschen verwirrt bei. Es geht weiter! Es geht instant weiter, los geht's, nicht so runter. Oh yeah. So, erstmal schön falsch schreiben. Ja. Egal, lass ich stehen. Ich habe keine Zeit dafür. Was ist der Buchstabe? P. Ja. P. Penis. Schreibt man, glaube ich, so. Keine Ahnung. So, ja, schade. Ich habe es mal versucht. Erst mal schön falsch schreiben. Ja, nee, klasse, Daniel. Ja, ich dachte so, ja, falsch geschrieben, egal, ich habe keine Zeit. Sache ist aber, macht es dann Sinn, quasi etwas von einer anderen Kategorie zu benutzen, quasi, weil Pikachu ja eigentlich ein Pokémon ist? Ja, der ist auch ein fiktiver Charakter. Also ich würde es hier in dem Falle schon, weil er ist ja doch ein recht spezifischer Charakter, auch im Anime, durchgehen lassen. Jo. So, fiktiver Charakter, Paul Panther, Peter Pan und Pikachu. Er ist ja eigentlich Paulchinger, aber Paulchinger ist selber. Ja, ich würde das durchgehen lassen. So, Land, Polen, Panama, Polen. Ich dachte hier dann in Portugal, deswegen habe ich Polen. Ich habe auch so Portugal, kannst du nicht schreiben, nimmst du Polen. Portland, Potsdam, Prag und Pizza? Ich wollte Pisa schreiben. Pisa. Ja, okay. Das ist Pizza. Ich kann nicht so schnell schreiben. Da kommt. Okay, alles gut. So, okay. Games-Spiele. Pokémon Mystery Dungeon, Pillars of Eternity. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie Serie oder Film und nochmal Pokémon. Hättet ihr einfach nur eine andere Edition genommen, dann wäre das kein Problem gewesen. Ja. Hab mal das Pinball hinschreiben, dachte ich, Moment, das ist kein Spiel. Siehst du, da ist Pikachu. Alles richtig gemacht. Nein, mir nichts anderes eingefallen. Alles richtig gemacht. Pokémon, Pikachu, Papunga, Pantimos. Ist Purunga, ist das irgendwie ein Pokémon oder bin ich gerade durch? Papunga ist eines. Papunga ist eins und Purunga klingt eher nach Dragon Ball. Okay, ja. Ja, stimmt, das ist Dragon Ball. Okay, gut, ich bin durch. Ach, das ist wirklich ein Pokémon. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Hopscotch. Das ist ein Pokémon. Die höchste. Paul und seine Abenteuer im Sexland, Porno Pietz, Pillermann auf Reisen und Peter penetriert Petra. Wenn ich muss, werde ich mal sehr kritisch. Pornostar, Priester, Pirat und Puzzlebauer. Okay, interessanter Punkt. Puzzlebauer. Ja, gut. Ist grenzwertig, aber ich bin mal nett. So, Foltermethoden: panierende Hand, Peitschenhiebe, Penis entfernen und Pizza aus Kot essen. Was? Ja, eine Pizza, die aus Kot besteht. Ja. Hallo, Screwjob! Ich war bei dem einen Kulant, das andere habe ich dann weggemacht. Und da die ist instant salty, sehen wir hier, hat die anderen rot markiert. So, Waschmittel der AfD. Ja, da könnt ihr rot machen, weil ich konnte den Satz nicht zu Ende schreiben. Ich wollte schreiben, Polen wird unter uns erneut erobert. Fehlt mir das letzte Wort leider. Und Penisse gehören nicht beschnitten. Ja. Neffi an der Schule.
pöbelnde Klassenkameraden und popeln nur auf dem Friedhof. Was? Wieso ist das? Das habe ich immer im Klassenraum gemacht. Ja, das und darfst du nicht, weil die Lehrer erlauben das ja nicht. Deswegen musst du aufs Klo dafür. So. Ja, Daniel, okay, gut, dass du das zugibst. ja. Und siehst du, Dani, diesmal hast du als erster aufgehört, du. Ja, weil ich Lack hatte. Ja, ich drücke. Und schlampig geschrieben habe. Ich drücke. Ja, ha. Und übrigens, Holland ist kein Land. Was? Fuck. Ich muss nur sagen, bevor du das machst. Boah, mir fällt ein Land eigentlich. Also ich glaube, das ist ein Land. Sehr gut. Eventuell. Mal googeln, ob das weil du 80 Tage um die Welt gespielt hast, deswegen. Was habe ich denn da geschrieben? Hoppla. Alter, was tue ich denn hier? Meine Fresse. Das hat jetzt Land? Ja, das ist ein Land. Okay. Hey, ich habe ein Land gemacht. Tipp, tipp, tipp. Oh, da fällt mir so gar nichts ein. Warum? Mal kurz bitte Karten mal kurz überprüfen. So. Wenn ihr das gleich ohne mich spielt, ne, dann werde ich euch auf ewig hassen. Also spielt das nicht. Lust, Daniel, geh raus. Keine Ahnung, ey. Ach, schade. So, oh, nicht schlecht. Fiktive Charaktere. Hermine Granger. Wow. E.G. Hattori, Handsome Jack. Land, Herf. Herf? Herf, was? Honduras und... Jack. Ich würde Herr Wartier schreiben. Handsome Jack ist der Endboss von Borderlands 2. Ist ein ziemlich bekannter Charakter, also ziemlich beliebt. Ja, stimmt, Haiti. Ich habe eigentlich immer Haiti genommen. Ja, Honduras hat uns alle gefickt. So, Stadt Hamburg, es gibt Homburg. Helsinki und ach so. Halle. Ich dachte aber, das heißt Bad Homburg. Deshalb habe ich es nicht hingeschrieben. Es gibt Halle an der Saale. Natürlich gibt es Halle an der Saale. Saal. Aber ich bin bei Homburg. Homburg. Heißt das nicht Bad Homburg? Nee. Nein, Homburg. Es ist Homburg. Homburg, Kreisstadt in Saarland. Also. Ja. Ja, ich dachte, das heißt Bad Homburg, deshalb habe ich es nicht hingeschrieben. Aber ist okay. Ja. Game-Spiele stimmt, Harz und Harz. Was ist Harz? Harz ist das Spiel bei das eins der Standardspiele also, neben Solitär von Windows. Ja, es gibt auch ein Bad Homburg. Aber das ist eine andere Stadt. Ja. Achso, okay. Also Harz ist das Kartenspiel, ja, Standardspiel neben ach, Solitär und Minesweeper, was du bei den alten Windows-Installationen immer mit dabei hattest. Okay, ja. Wie geht da so ein Rommelblatt, ein halbes Rommelblatt. Und Halo. Dann Pokémon, Hundemon, Habitak und Ho-Oh. Pornotitel, hier kommt der Penis. Heiße Bitches beim Afrischi. Haaregeier, Munde, Teil 53 und Himbeeren in alle Löcher. Okay. Der letzte Titel interessiert mich sogar. Will ich sehen, was da passiert. So, wenn ich groß bin, werde ich mal Herrscher über die Welt. Holzfäller, homosexuell und Handballspieler. Verdammt. Warten Sie kurz. Dann Foltermethoden, Hustensaft trinken, bis man nicht mehr kann. Heißen Wachs auf nackten Körper tropfen, Haare einzeln rausreißen, Hände absägen. Das ist schon hart. Warst du hier da? Ja? Ich gehe jetzt. Okay. Ciao. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.
Und wer ihr spielt Cards. Ich reiß euch alle Haare einzeln aus. Mal gucken. Und dann weg uns die Hände ab. Die Eier ab. Lass uns Cards spielen. Okay. So, ich halte es mal offen. Beispiel für die AfD. Hier regieren die Deutschen. Du bist der Erste. Haltet euch von außen entfernen. Himmler hat recht. Himmler hat recht. Nervig an der Schule. Hausaufgaben, Hofpausen bei Regen. Hausaufgaben am Abend vorher machen. Das habe ich extra variiert. Und Handys abgeben. So. Kann man auch durchgehen lassen. Ich glaube, Kupfer braucht kurz. Nee, er kann ja trotzdem schreiben, glaube ich. Oder kann er? Ich weiß es nicht. Was? Wer? Wo? Wir wissen nicht, was er machen muss oder wieso er gestört wurde. Das wissen wir nicht. Achso, ja. Ja, warten wir kurz. Himmler hatte recht. Ja, Himmler hatte recht. Ich bin da immer etwas zögernd. Ich will da nicht zu politisch unkorrekt werden. Ach was, das ist, ach was, da kann man alles raushauen. Es geht um so, die AfD. Sind wir da. Na, okay. Na, dann bestätigt man. Man kann auch bei Trennungsgrund kann man so viel Bullshit geben. Ich meine, zum Beispiel Jung hat auch einmal bei Trennungsgrund Russen mitgedopt oder so. Nein, Trennungsgrund tot. Ja, das. So rot. Aktiv. Geht weiter. Jungs immer ganz nett und sagt immer Achtung, Verweisung. Ja, ich bin lieb. So mache ich erst als Platzhalter. So, wenn das jemand hat, dann bringe ich euch um. So. Schreibt Platzhalter. Scheiße. Fuck. Schreibt man das auch? Bestimmt. Ja, stimmt. So. Pokémon Maxi King. Ja, da. Medusa. Alter, ich bin dumm. Ja. So, tausende Pokémon mit Ende. Egal. Alter, was ist los mit mir? Oh, gerade noch, Mann. So, in der Runde habe ich gar, in der Runde habe ich voll verkackt, habe ich für nichts geschrieben. So, fiktive Charaktere: Mickey Mouse, Mitsuhiko von Conan, Mario, okay, niemand hat Mario genommen. Das muss ich gerade mal gucken. Und hier. Momo. Dann ist Momo. Ich guck gerade mal. Momo ist also eigentlich ein Charakter aus so einem. Nee, das ist, nee, das ist das, das, das ist dieses, das WhatsApp-Ding, das zurzeit rumgeht, das Momo-Ding. Ah ja. Also ich kenne Momo auch als fiktiven Charakter. Also so ja, ist ich nicht. Auch. Ja. Buch, was Momo heißt? Das Kinderbuch oder nicht? Oder ist es anders? Ja, also irgendein Buch oder irgendeine Geschichte ist das auf jeden Fall, ja. Meine, ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass Momo als fiktiven Charakter. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Ja, so, warte. Dann, Monaco, Moldau. I hate you so much. Man, ich wollte das Moldau hinschreiben. Ich dachte mir, niemand schreibt Moldawien hin, Alter. Weißt du, ich hatte noch Marokko, aber. Ach ja, Marokko gibt's auch. Aber ich finde Madagaskar auch schon. Ja, ich hab Madagaskar. Dann Marburg, Mainz, Mekka und München. München geht durch? Was? Ja, weil das niemand nehmen möchte. Ich hatte noch was anderes. Minesweeper, Monster Hunter 3. Hab extra 3 geschrieben, falls jemand Monster Hunter schreibt. Dann Mauzi und Mauzi. Sehr schön. Wenn mein Konkurrent eliminiert. Mein dickes Ding, Teil 5. Miley Cyrus, 5. Sextape und Micha lässt Drucker. Dann, wenn ich groß bin, werde ich Maler. Ah, goddammit. Maler, ich dachte, ich bin Maler. Maurer und Milchmann. Milchmann ist auch sehr schön. Ja, Milchmann ist gut. Dann Foltermethoden. Musik von Andreas Gabalier ausgesetzt werden. Musik, die einem anderen nicht gefällt, für uns zu spielen. Mund zukleben und gewaltsam abreißen. Aua, okay, das ist auch schlimm.
So, Wahlspiel der AfD, mehr Macht im deutschen Volk. Ich glaube, Bernie gewinnt natürlich. Also. Mutti wäre gut keine Ausländer. Nervig an der Schule Mathematik, Mobbing der Schwachen und Mädchen. Mädchen sind blöd. Ja. So ungefähr. Ist jetzt schon die vorletzte, letzte? Ich weiß auch nicht. Das ist die letzte. Scheiße. Schreibt man die so? Keine Ahnung. Wird schon passen. Bestimmt. Er schreibt sich anders. Schreibt man? Nee, schon. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Ich weiß nicht, wie man das Pokémon schreibt. Egal. 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 Ich hänge jetzt gerade bei Stadt. Ich bin im Land. Okay. Ja, das Land kenne ich halt, weil es ist, glaube ich, das einzige Land auf der Welt, was da, also auf jeden Fall in Deutsch halt mit W beginnt. Deswegen, weil Stadt, Land, Fluss kenne ich das halt die ganze Zeit. Mhm. Aber ich kenne halt nur das Weser, so. Stadt mit W. Es gibt, glaube ich, eine gute Stadt mit W oder so, aber ich bin gerade ein bisschen blöd. Guck mal, ob ich was anderes noch verbessern kann. Nicht stimmt, es gibt zwei Länder mit W. Es gibt bestimmt welche mit W. West Virginia ist kein Land und auch keine Stadt. Ach was. Ach was. Ach, scheiße, Alter. Ah ja, klar, Belarus. Na, logisch. Mhm. Und es gäbe noch, wo auf keiner gekommen ist, Wales. Das hätte ich eigentlich erwartet. Ja, Wales, also, stimmt. Das hätte ich eigentlich erwartet. Egal, kommen wir oben. So, das war mir auch klar. Das fiel mir dann anders ein. Und zwar fiktive Charaktere. Waluigi, Winnie Pooh, Waluigi und Willy Wonka. Wer ist Willy Wonka doch gleich? Das ist der aus der Schokoladenfabrik. Ah, okay. Ja, wo das schlechte Remake mit Johnny Depp war. Okay, ja, ja. Ich weiß Bescheid. Dann Warschau, Wolgograd und Weimar. Die Sache ist, ich glaube, Wolgograd gibt es so nicht. Doch, mehr. gibt's noch. Ja, ich glaube, Wolgograd heißt noch Wolgograd. Ja, na, okay. Aber oder heißt wieder Wolgograd. Wolgograd heißt immer noch Wolgograd. Wolgograd war vorher Stalingrad. Ich wusste halt, dass Wolgograd irgendwie mit Namensänderungen involviert war, aber. Genau, halt, ich auch, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Wolgograd noch so heißt. Okay, ja, auf Warschau hätte ich echt kommen sollen, da schäme ich mich gerade ein bisschen. Und Weimar. Oder. Weimar gibt es jetzt. Also Weimar kenne ich, ist hier um die Ecke. Aber Weimar gibt es nicht. Oh, okay, gut, das sehen wir mal. Ich weiß es nicht. Ja, Weimar gibt es ja, halt. Meinte ich eigentlich. Aber Weimar gibt es nicht. Aber ja, es zählt schon. Es ist halt nur ein Buchstabe. Ja. Da waren wir immer sehr kulant. Dann Spiele: Wario World, Warcraft 2, WWE 2K16 und World of Tanks. Ich habe eigentlich, mit was anderem World of gedacht. World of Warcraft. Ja, deswegen habe ich Tanks doch geschrieben. Ich habe extra Warcraft 2 genommen, weil ich dachte, ah, Warcraft 3 kennt ja jeder. Ja, genau. Ich habe so halt mit WoW gerechnet. Dachte so, komm, dann nimmst du World of Tanks. So. So, Pokémon, wohin genau? Welser, Weilreiser und Weilmeer. Schreibt sich mit AI, aber Weilmeer. Ja, das stimmt, Weilmeer, ja.
Links war bei Reiser, wusste ich noch, weil da hatte ich irgendwie, einmal hatten wir dann das gespielt, dann hatte ich einfach nur irgendwie Wahl, irgendwie so eine mega dumme Sache hingeschrieben und niemand hat es irgendwie rot ange... Also niemand hat es so als falsch betitelt, das fand ich ganz witzig. So, okay, sehr kreativ, Pornotitel, Wix Teil 4, Wixen bis zum Tod, Williger Werner wird zum SM-Sklaven und Wendy geht Männer reiten. Okay, wer versteht die Anspielung? Ja, ich... Deswegen habe ich auch gelacht. So, wenn ich groß bin, werde ich mal Wahrsager, Werkstattarbeiter, Wichser und Wildjäger. Wichser ist. Ja, so ein scheiß Wichser, wenn ich mal so. Foltermethoden: Wäsche verbrennen, Wachsen der Augenwimpern, Waden zerschneiden und Weberknechte in den Hals stecken. Alter, Alter, weil die sind echt krank, bei denen mache ich mir jetzt langsam Sorgen. Und ja, bei den Wahlsprüchen, das ist ein Unterschied. Nein, das ist kein Unterschied. Wir sind das Volk. Die Betonung ist ohne irrelevant. Wir sind das Volk! Und wer macht wieder einen Film? Dann nervig an der Schule, Weiber, Wahlfächerauswahl, die schlecht ist, und Wochenende zu verlassen. Wochenende zu verlassen, ist auch sehr geil. Ja, aber das ist Grenzwerte, ja, aber. Nee, da musst du halt wieder raus, das ist halt scheiße. Da bist du raus, ja, aus der Tür muss ich auch raus. Ja, indeed. Los, Rot. So, Ergebnis bestätigen. Ich bin mit Sicherheit der Gewinner ist und Daniel ist Zweiter. Krass. So, Bernie und Daniel teilen sich den ersten. Ich bin sogar nur 10 Punkte dahinter. Und ich bin gar nicht so weit weg. Rechtschreibkuppel ist sogar Zweiter geworden, krass. Ja, also Daniel und Bernie gemeinsam Erster, ich bin Zweiter und durch die Ergebnisse der Vierte. Egal, gut, dann sind wir durch, man sieht sich. Bis dann. Ciao.